Lager verwalten. Das darf jetzt voll werden. Gehen hier Leute raus, ohne eine Pizza bekommen zu haben, wahrscheinlich. Aha. Das sieht im Moment ganz gut aus. Na, da waren zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Wie sieht das jetzt in der Statistik aus? Also 80 von 120 haben einen Sitzplatz bekommen, von denen haben 57 eine Pizza bekommen. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Dann bauen wir einen Ofen dazu. So in der Art. Ja. So, jetzt haben wir zwei Öfen dazu. Hier werde ich jetzt etwas umstrukturieren. Einen Koch noch. Für später. Zwei Kellner noch. Auch für die Uhrzeit. Und Lieferanten, die quasi rund um die Uhr dafür sorgen, dass hier neue Ware ankommt. So. Und dann noch drei Köche. Dass wir hier nämlich auch zumindest zwei pro Schicht haben. So. Drei. 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 Passt. Drei. Jetzt sollten wir hier auch mehr verdienen können, wenn unsere Kellner hinterherkommen. Die nicht hinterherkommen. Noch einen. So, jetzt haben wir immer zwei Kellner in der Schicht. Beziehungsweise immer drei.
Warum machen wir da gerade Minus? Waren so viele Angestellte krank? Haben wir wieder irgendwo ein Restaurant, was kaputt ist? Warum arbeitet hier keiner? Ach so, haben wir ja. Okay, das erklärt dann das Minus. Ja, das hier ist kritisch. Weil keiner da war. Auch hier so, dass zwei da sind, mindestens. Ja. So. Stimmt, hier ist noch kein zweiter Herd. Bauen wir den ein. Und ein dritter ist auch noch nicht da. So. Und jetzt könnte als nächstes hier noch ein bisschen was mit Schüler reingesetzt werden. Jedenfalls suche ich gerade noch eine Werbetafel, wo viele Leute dran vorbeikommen. Das hier wäre eine. Und die führt dann nach da. Genau. Das sieht perfekt aus, das sieht perfekt aus, das sieht perfekt aus und das läuft auch gut. Warum sind hier nur... Ah, okay. Das ist das, wo ich hier gerade versuche, Leute hinzubringen. Vielleicht hier die noch... So. Wie viele sind denn hier in dem Einzugsbereich?
Das könnte auch noch hier in dem... bei dem Restaurant helfen. Wie viel packen wir denn hier an Zutaten ins Lager? Das kann voll. Okay, wir machen so gerade Gewinn. Solange wir am Ende mehr haben, als wir am Tag vorher hatten, ist noch alles okay. Ich glaube, ich sollte noch mal rund gehen und alle Einrichtungen erneuern. Hier könnte ich vielleicht sogar noch etwas ausbauen. Hier könnte ich auch das Lager noch einstellen, dass es immer voll ist. Das muss weniger hier als zwischen gelagert werden. So, Platz gefunden 30, Platz gefunden 60 von 60. Hier haben nicht alle einen Platz gefunden und da haben auch alle einen Platz gefunden. Okay, bei Eiffel finden nicht alle Leute Platz. Werde ich mal gucken, bis das hier ein bisschen weniger los ist, so 2-3 Leute. Architekt, fortfahren. Und Stühle. Hier unten fehlte nämlich noch eine. Gleichzeitig können wir 2 Stühle pro Tisch hinsetzen. Also zumindest 2 Stühle auf eine Seite pro Tisch.
Wir machen Plus, das ist gut. Das heißt, ich werde das Maskottchen erforschen. Wir werden am nächsten Tag wieder so dermaßen mit Minus anfangen. Und ich glaube, ich habe wieder die komplette Zulieferkette auf Supermarkt gesetzt. Richtig? Richtig. Supermarktqualität. Okay, das heißt, wir haben zumindest wieder unsere alte Qualität wieder. Das Restaurant hat Probleme mit der Zutatenqualität. Okay. Da sollten wir noch ein paar mehr Besucher hinlocken.